Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video von den Golddiggers. Wir waren einmal wieder unterwegs. Wir haben ein richtig geiles Video gedreht mit richtig geilen Funden. Wir hatten vier Detektoren dabei, vier verschiedene geile Metalldetektoren, unter anderem den nagelneuen Nocta Macro Legend. Der kommt jetzt in Deutschland in ein paar Wochen raus. Dann hatten wir dabei den XP Deus 2, den Quest Q60 und natürlich mein Baby, den Meinlib Equinox 800. Es waren sehr schöne Funde dabei, richtig schöne Funde. Und ich würde mich freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Es ist nur ein Klick und kostet nichts. Und dazu noch die Glocke aktivieren. Dann seid ihr immer auf dem Stand, wenn was Neues rauskommt. Jetzt erstmal viel Spaß beim Video und bleibt dabei. Ich habe jetzt zum zweiten Mal den Legend in der Hand. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil für die Jungs, weil ich kenne den noch nicht. Aber ich nutze die Zeit, jetzt das zu lernen. Ja, das war noch nichts. So, kaum filmt der Danny mich, kommen auch keine Signale mehr. Kommt nichts mehr, ne? Noch ein heller. Yeah. Das erste Loch, was ich gerade gegraben habe, war ein Augsburger Heller. Den hatte ich ja noch nicht. Es kommt daher, dass wir aus dem hohen Norden kommen. So. Das ist doch eine Münze, du. So, schauen wir mal, was die zwei von der Tankstelle machen. So, jetzt haben wir hier Vincenzo. Servus Leute. Und hier haben wir den Deus 2. Also dann schauen wir mal. Jetzt sind wir mit dem Deus 2 unterwegs. Was mal reinknallt, Wetter haben wir uns das beste Wetter rausgesucht. Gar keinen Wind heute. Ne, Daniel, was sagst du? Ja, der Wind. So, jetzt schauen wir mal, was das erste Signal so gibt. Sagst du wegen Leihwerte, weil die einen Ton. Genau. Also wir haben hier ein. Kannst du ohne Kopfhörer mal machen? Ja. Dass die Leute die Töne von Deus kennenlernen. Nehmen wir mal die Kopfhörer ab. Also ich habe den Deus jetzt mal ohne Kopfhörer eingeschalten. Und wir haben ja jetzt die Lautstärkeregelung endlich. Und wenn man hier quasi länger auf dem Plus drauf bleibt oder auf dem Minus, dann kommt hier der Balken und dann kann man quasi entweder laut oder leise machen. Da es heute aber so extremst windig ist und damit ihr auch mal die Töne vom Deus 2 hören könnt, schalten wir den jetzt mal ganz laut. Und dann ziehen wir mal los und schauen wir mal das erste Signal. Das hat sich ein 77er Signal. Das hört sich nochmal gut an. Das hört sich gut an, knallt auch total rein. Schauen wir mal. Und sollte auch schon draußen sein. Im Hintergrund. Und den Legend. Hört ihr den Legend? Also ja, zeitgleich, schauen wir mal, wer da quasi die vergoldene Wollmilchsau rausholt. Na, wo ist es? Da. Da. Oh! Oh, oh, oh! Und normalerweise freuen wir uns ja über Rundes, aber heute freuen wir uns über Eckiges. Genau. Schaut euch mal an. Das Runde muss ins? Ins Eckige, ganz ja, genau. Mann. Was haben wir da? Sag's, einen Augsburger Heller, oder? Yes.
Also, ich habe heute den Deo zum ersten Mal richtig testen können hier auf dem Römeracker. Und ich muss sagen, Reaktionszeit mega, die Signale knallen rein, also wenn man richtig einstellt, geil, aber auch die Standardprogramme, am Anfang bin ich auf Basic gelaufen. Und kleinteilige Empfindlichkeit, schaut mal hier, so nach einer halben Stunde ein bisschen was reingeknallt, also richtig geil, kann ich nur empfehlen. Das ist eine geile Münze. Ja, ich habe es noch gar nicht erkannt. Irgendwas Max steht da drauf. Genau, irgendwas Max in römischen Max, Buchstaben. Max und Moritz. Max und Moritz, genau. Da haben wir die, ne? Und hier so ein bisschen ein Anhänger, eine Schließe und... Niederhaken. Genau. Zeig mal den vergoldeten ein wenig. Da, genau, da ist eine vergoldete, Figur oder ein Tierchen. Ist sehr schwer und er hat auch total reingeknallt. Wenn wir mal sauber machen und uns dann mal genauer anschauen. Auf jeden Fall mit dem Deus mega gelaufen, also richtig cool. So Freunde, nächstes Signal. Leitwert 8 bis 13. Draußen ist es. Ja, da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Eine Münze. Eine richtig schöne silberne Münze. Eine Silbermünze. Die erste heute. Yes. Yes. Mit einem schönen Wappen drauf. Richtig nice. Schau ich mal die an. Ich vermute, das ist Silber, ja. Geil, 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 geil. So, in mein nagelneues Carbon Coinbet kommt die rein. So, Freunde, nächstes Signal. Es war 13er Leitwert. Schauen wir mal, was wir da haben. Und da haben wir eine Münze. Eine Münze. Eine sehr schöne Münze dazu. Wieder Silbermünze. Wieder eine schöne Silbermünze. So, der Mo meint, der hat eine Überraschung. Ja. Angeblich hat er was gefunden. Bist du sicher, dass du das sehen willst? Sei ich. Oh no. Dein Ernst? Wirklich jetzt? Ja. Ey, geil. Wie wirklich? Ey, Hammer. Die habe ich gerade hier im Laden gekauft, nebenan. Ja, das glaube ich, ja. Boah. Ey, da ist ja Gold mit dran. Nein, als ob. Nein, mega, richtig geil. Ich hab die schon sauber geleckt gerade, da war ja kein Gold drin. Richtig geil, richtig ja, geil. Ja, ne, krass. Aber okay, das Signal, ne, womit die reingekommen ist, also wenn das jetzt nicht ein Detektor ist, den ich leeren muss, wo ich alles buddeln muss, hätte ich die jetzt nicht gebuddelt. Zeig mal. Ne? Sehr niedrig reingekommen. Guck mal, der geht bis 60 und das war eine... Ja. Kein schöner Ton, ne? Ja, es kommt halt darauf an, wie es drin liegt. Ne? Ja. Wenn der Ton jetzt so reinkommt, dann auf jeden Fall graben, oder? Ja, ich hab's ja gemacht zum Glück. Ja. So, der Mo, was hat er denn bis jetzt alle? Also, bester Fund natürlich die Fibel. Scheint eine römische Fibel zu sein. Ja, aber die ist noch Top-Zustand. Ne? Bis auf, dass die Nadel fehlt. Ne? Richtig, genau. Richtig geil. Und die ist mit einem ziemlich niedrigen Signal reingekommen. Deswegen war das schon überraschend. Ja, auf jeden Fall. Dann, ja, allerlei... Ich zieh mal lieber meine Handschuhe aus hier. Ich komm da gar nicht rein. Die Heller, die das voll mit Hellern ein. Ja, die Heller. Heller, heller, heller. Aber das ist schon mal ein guter... Test für den Detektor, ne? Wenn er so kleine Münzen findet, dann auf jeden Fall. Funktioniert ja auch. Die sind schon ziemlich fein. Ja, das sind echt nur Mini-Münzen. Ne? Hier, guck dir das an. Wahnsinn. 200
200 Mark, du bist reich. Du bist reich. Ja, das wird noch echt werden. Da weiß ich nicht, welcher das ist. Teil von der Schnalle. Noch ein heller. Jetzt guck mal, das ist ein sehr schöner Pfennig. Noch ein heller. Ja, und die sind gut reinkommen mit Legend? Ja, echt. Noch ein. Oh ja, noch einen heiligen Anhänger habe ich gefunden. Guck. Leider kein selber. Ja, immerhin. Richtig schöne Heiliganhänge. Zwei Seiten ist was drauf. Wie ist eine Frau drin? Oh ja. Und sonst. Ja, Knopf und noch ein Knopf. Ja. Gar nicht so schlecht, ne? Ja, finden. Und dieser Platz soll ja schon voll abgesucht sein. Ja, hier auf dem Knopf ist auch noch ein Adler. Ja. Nicht schlecht. Sehr gute Ausbeute. Und du, zeig du mal was die Fibel. So, da haben wir jetzt ein paar Münzen von mir, was wir bis jetzt so gefunden haben. Das ist meine Ausbeute, da haben wir zwei Pfennig. Dann, du bist fleißig. Ja, ein bisschen. Ich habe noch gefilmt, dann haben wir hier silberne, da schöne Münze, da ein Uhrenschlüssel, da ist ein Kreuzer, hier ist eine einseitig geprägte Münze, kleine Münze. Ein schöner Kreuzer, Top-Zustand. Dann hier diese silberne Münze. Die würde mich interessieren, was es für eine ist. Ich dachte zuerst, es ist ein Augsburger Heller. Ja. Dann haben wir hier eine ganz, ganz kleine Mini-Münze. Wahnsinn, die wird hier im Video eingeblendet. Dann hier noch eine silberne, richtig schöne. Ja, lauter Heller. Also richtig geile Funde heute. Du, was hast du so gefunden? Ja, ein paar Münzchen. Oh yeah. Augsburger Heller, heiligen Anhänger. Ja, der schaut gut aus. Ich weiß selber nicht. Oh yeah. Richtig schöne Münzen dabei. Oh, 20 Pfennig? Genau. Württemberg. Münchner. Wow. Was ist das für eine hier? Münchner Pfennig. Münchner Pfennig. Selber, einseitig. Ja, der schaut gut aus. Richtig schön. Ja, die sind sogar zweiseitig geschlagen. Ja. Schaut richtig gut aus. Also viermal Silber. Und einen Ring hast du auch gefunden? Ich glaube einen Kaugummi-Automatenring. Schaut aber nicht so aus. Ja, mit Stein, aber zu leicht für Silber. Aha. Und komische Macher. Also ich glaube, das ist so ein Billigteil. Aber schaut gut aus, auf jeden Fall. Im Coinpad macht es sich gut. So Freunde, das war es mal wieder von unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren sehr schöne, interessante, alte Funde dabei. Unter anderem eine schöne römische Fibel von Mo, die er mit dem Nocta Macro Legend gefunden hat. Ja, XBDEOS 2 hat auch sehr gut abgeschnitten. Alle Detektoren haben sehr gut abgeschnitten. Der Minelab Equinox 800, wieder sehr viele Funde dabei gewesen. Sehr tief. Ich hatte die 15 Zoll Suchspule drauf. Die geht wirklich sehr, sehr tief. Quest Q60, super Detektor, auch sehr, sehr geile Funde. Ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Eure Digis.